So, hier weiter unten. Hier weiter unten, ja. Das ist eine Ansage. Da geht's jetzt ins Licht. Und da soll ich das auch schaffen. Die werden übrigens gleich ersetzt durch Glowstone. Vier, fünf, sechs, sieben. Und dann hoffe ich, dass die dafür sorgen, dass hier die Feinde nicht auftauchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mal hier noch einen. Ja, so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht. So, das geht doch eigentlich, oder? So, kartentechnisch sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Dum, dum, dum. Okay, ich glaube, so ein Lichtlevel kriege ich hier nicht hin. Schade. Aber gut, reicht auch erstmal. Wir haben echt noch genug Licht für später. Wenn mich nicht alles täuscht, könnten wir so auch die nächste Generation an U-Bahn beleuchten. Gut, oder wir beleuchten einfach nur die Wege Richtung Dingensen. Ich glaube, das nächste, was wir machen, ist wieder 20.000 Jahre in der U-Bahn hängen. Nee, was ich mal will, ist auch mal endlich wieder Wolle sammeln. Und dann können wir oben wieder weiterbauen. Denn unsere Himmelspalast ist ja noch nicht ganz fertig. Würde ich mal annehmen. So, dann würde ich jetzt fast schon vorschlagen, zu gucken, wo wir das Dings haben. Nämlich das, was ich gerade in der Hand halte. Davon brauche ich jetzt noch mehr. So wie ich das gesehen habe. Für die letzte Etappe. Sind diese Viecher? Ich geh raus, es wird dunkel. Es ist passend. Ah. Toll. Da habe ich das also her. Super, gut, dass ich das nicht hab. Super, gut, dass hier nichts drin ist. Super, 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 super Smash. Gut, tja, dann bam. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. So, das muss eigentlich reichen. Ich gehe nochmal auf der Suche nach mehr. Es kann doch nicht wahr sein, dass es so wenig ist. Links oder rechts? Links. Koppelstein. Das Portal.
Ne, hier ist nix. Aber hey, wir haben Schienen. Ist sehr gut prinzipiell. Wir haben diese einen Schienen nicht. Das ist schlecht prinzipiell. Toll, wie macht man die noch? Schienen baut man ja prinzipiell so. So baue ich die Schienen. Dann kommt hier eine Turboschiene. Aber wie baue ich denn die? Gott, das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß, dass ich Gold dafür brauche. Eisen. Ich glaube, ein Redstone. Sag nicht, ich habe keinen Redstone. Habt ihr nicht gesehen? So, wie war das nochmal? Dum dum dum. Ja, so bestimmt nicht. Schmeiß alles hin. Ich brauche mal eben Holz. Es gibt auch kein Holz. Das ist auch... boah, das ist Vorbereitung schlechthin. Ja. Ich kann mal eben googeln. Das ist immer so die Sache. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass ich nichts habe hier. Ich dachte zumindest, ich hätte was, aber da war nichts. Jetzt brauche ich Informationen. Wie baue ich das? Hat die Seite wirklich so lange gebraucht zum Öffnen? Ich will nicht wissen, was der Überlebensmodus ist. Ich will wissen, wie man es baut. Ich glaube, da bin ich richtig. Ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Moment. Da muss ich jetzt mal die ganzen Icons laden. Leiter. Schienen. Schienen ist immer gut. Schiene. Antriebsschiene. Aktivierungsschiene gibt Signal an Loren ab. Aha, das gibt's auch. Setzt Loren in Bewegung oder bremst sie ab? Das geht. Ist natürlich auch nicht schlecht, dass die... Ach so, ich brauche gar kein Eisen dafür. Ich brauche das, was ich nicht habe. Komm, ich habe so viel Tropenholz, ich werde davon jetzt mal was verbraten. So, die macht man so. Und wir kriegen 6 Antriebsschienen dafür. Die sich von normalen Schienen kaum zu unterscheiden aussehen. So, ich glaube, ich habe auch eine Lore hier drin, wenn ich mich irre. Genau. So, das Ganze sieht dann so aus, wenn einer hier drüber fährt. Da. Gut, also wenn einer hier rüber fährt. Hui! Dann geht das ab. Also das sind die Antriebsschienen. Wir kriegen 6 an der Zahl, das finde ich gut. Ist also nicht wenig. Ich weiß aber auch nicht, wie viel ich brauche. Kommt auch noch hinzu.
Das heißt, bam. So, das müsste erstmal lang. Von den Schienen her. Da gucke ich auch nochmal, wie man die macht. Das sind. Ne. Das ist viel Eisen und Eisen hier und da Holz. Was sind Aktivierungsschienen? Das will ich nochmal kurz durchschauen. Weil die kenne ich noch gar nicht. Aber wann kamen die denn? Steht, glaube ich, meistens auch immer drin, welche Version die kam. Wir stehen offenbar nicht dran. Ist auch gut. Doch, da. Seite 1.5. Oh. Oh, trotzdem kenne ich die nicht. Ich schau mal kurz, was das sind. Ist ein Block, der eine Redstone-Signal-Lohn abgibt, die sich auf ihr befinden. Damit ist sie genau das Gegenteil von Sensorschienen, die ein Redstone-Signal an umliegende Blöcke abgibt, wenn eine Lore drüber fährt. Haben genau wie jetzt im Kabel zwei Möglichkeiten, Zustände ein und aus. Da war Aktivierung möglich. Bei TNT-Loren wird das TNT zur Explosion Das waren meine Haare. Ey, ich habe gerade ein Geräusch gehört. Ach, und wenn da ein Spieler drin sitzt, wird er rausgeworfen. Das ist natürlich auch schick. Ich habe mich gerade gefragt, warum gehe ich raus, aber es war schon richtig. Ich würde schon fast sagen, wir machen jetzt mal die Schienen, ne? Also, Sensorschiene, wie macht man die? Steintrockplatte. Ja, das habe ich auch mal eben. La 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 la. Gut. Erstmal alles hier rein. Rums. So, ab da nervt's mich immer. So. Ich einfach mal alles weiterschalten, ne? Gut. 1, 2, 3, 4 Rums. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 So, zack und zack und einer bleibt übrig. Wie immer. Gut. Das, was ich brauche, ist das. Ich brauche das. Massig an Treppen. Er spielt ja gerade jetzt. Er spielt es gerade eh so. In der Playlist. Und
Da verkünden die doch eiskalt einfach mal ein... Ja, Playlist ist okay. Und da verkünden die einfach mal... Ah, guck mal. Ich habe schon Druckplatten. 43 Druckplatten, das reicht erstmal. Da kommen wir drauf zurück, wenn ich wieder hier bin. Uns geht jedenfalls nicht der Steinvorrat aus. Alter, ist das viel. Ne, dafür können die einfach mal eiskalt ein Addon und... das werde ich natürlich auch spielen.